Seit der philippinische Präsident Rodrigo Duterte seinen brutalen Kampf gegen Drogen begonnen hat, sind die Gefängnisse hoffnungslos überfüllt. In den 3 Monaten, seit er an der Macht ist, wurden mehr als 20.000 Menschen verhaftet. Hier im Quisen-Stadtgefängnis sieht man die Folgen. Die Einrichtung war ursprünglich für 800 Gefangene konstruiert. Mittlerweile sind hier aber 3.400 Menschen inhaftiert und die schlafen wegen des Platzmangels in den Gängen und im Treppenhaus. Rund 150 Menschen teilen sich eine Toilette. Doch viele der Insassen sind auch froh, hier im Gefängnis zu sitzen. Denn seit Dutertes Amtsantritt wurden rund 2.300 Menschen teils auf offener Straße getötet und als Drogenabhängige und Drogenhändler gebrandmarkt. Ich fühle mich hier sicherer als draußen, denn alle, die mit Drogen zu tun haben, werden draußen getötet. Deshalb ist es besser, hier drin zu bleiben. Die Gefängnisse auf den Philippinen zählen weltweit zu den überfülltesten. Nur auf Haiti und in Benin sind die Zustände noch schlimmer.